Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Bei Newton spielen wir. Und das ist kein Nebel. Wir waren hier. Okay. Und wir waren hier in dieser Vorstadt. Hier gab es ganz, ganz viel zu finden. Wir haben auch einiges gefunden. Aber es gibt noch mehr, beziehungsweise es gibt noch eins. Und das habe ich nicht gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Weil ich es gern gefunden hätte. Ich weiß nicht, ob das noch zu finden ist. Und hier hinten gibt es einen Tresor. Nee, den nicht. Der ist irgendwo hier. Da geht es unten rein und da ist was zu finden. Da gibt es auch was Legendäres. Nein, ich weiß nicht, wir suchen was Legendäres. Ich weiß nicht, ob sich das da drin befindet. Ich habe hier schon ein bisschen was abgesucht und das hat jetzt mal etwas gedauert. Da habe ich euch mitgenommen. Sollte eigentlich gar nicht so lang werden, wie es geworden ist. Verzeihung. In der Hoffnung, dass ich alles finde, was wir suchen. Genau. Ich weiß nicht, ob dann, weil das ein eigenes Quest für sich ist, dass der Tresor, ob wir den dann, ob wir dann dennoch etwas suchen oder da schon alles gefunden haben, was wir brauchen. War auch beim letzten Mal ein bisschen wüster. Dorthin, dahin und. Apropos Wüsten, jetzt wird's wieder dunkel. So, hier ist einfach nichts weiter. Wir suchen das nochmal grob ab und machen nichts das Ganze von innen. Über die Nacht. Innen nach außen? Nein, von außen nach innen, so. Und wir geben dann nochmal. Oh. Das ist ja schön, wenn es da ist. Nee. So, halt, ich habe vergessen zu sagen. Nein, halt es nicht. Aber hier, wir haben ja, ich habe ein neues Waffchen gemacht. Und wir haben auch was Neues an. Zeige ich euch gerne mal. Charakter. Seht ihr, so sehen wir aus. Kann ich mir die angucken? Das hier. Haben wir jetzt. Ich bin gespannt, wie das sich so im Kampf macht. Genau, da hinten kommen wir rein zu der Tür. Den Kampf haben wir auch gekämpft. Und da kamen wir dann irgendwo anders wieder raus. Da sind Graffitis an den Wänden. Und dahinter, also da kam er raus. Oh, waren wir hier in dem Haus? Das sieht so ein bisschen größer aus, aber ich glaube schon. Das hier haben wir auch schon, denn das haben wir angemacht. Nichts. Auch nichts. Na gut. Waren wir hier? Achso, bestimmt, da waren wir gerade eben drin. Die Nacht könnte Spaß versprechen. Wer weiß. Ansonsten müssen wir das echt mal mit dem Auge behalten, dass wir dann so einen Schlüssel bekommen oder so eine Schlüsselkarte, dass wir dann...
Achso, das ist ja wieder eine andere Mission. Das dann nochmal versuchen. Ja. Hab ein bisschen jetzt hier den Überblick verloren. Okay, hier haben wir angefangen mit gucken. Dann können wir hier hin. Okay. Gar nicht gemerkt, dass es hier so Wasser gibt. Von daher kann man nicht hoch. Hier liegen Autofrags, ansonsten auch nichts. Hier rein. Oh, nicht. Wobei. Da waren wir vorhin, glaube ich, auch, oder? Ich dachte schon, ich bin mir nicht sicher. Doch. Hätten wir ein Feuer, dann würde ich da ein bisschen warten. Damit es wieder heller wird. Ist ein bisschen angenehmer zum Gucken. Das haben wir auch gelöst, das Rätsel. Hier waren wir also auch um den Häuschen. Und jetzt hier, da waren wir aber auch drin. Die Nacht bricht herein wie ein Riese. Echt? Ist das nicht schon? Haben wir nicht schon total Nacht? Genau, also ich kann... Ich glaube, bin mir aber nicht sicher, dass das dann... Hier waren wir auch schon. Nee, das letzte fehlt. Finde ich nicht. Tut mich gerade echt schwierig. Und was auch ein bisschen gedauert hat, war das mit den Ressourcentürmchen. Sind nicht gerade klein. Habe ich ein bisschen, ja, gebraucht, die alle zu finden. Aber schlussendlich doch gefunden. So, wir machen mal weiter. Da kommen wir nicht hin, deswegen gehen wir hier hin, also quasi hier hin. Reisen wir schnell und ich bin gespannt, wie lange das dauert. Zack, schon da. Ah, stimmt. Jetzt weiß ich, was wir für ihn machen sollten. Wir sollten Regenbogen einsammeln. Und irgendwas vom Regenbogen, das haben wir getan und... Da sind wir. Mumfi, ne Mana de Mawim da Fuka? Kuddel kann dir gar nicht genug danken. Nichts geht über eine Überraschung nach dem Regen. Banuna Mumf, o Kakala. Er dachte, er könnte dir Kuddelju kochen. Doch er hat keine Auffüllgläser mehr. Ohne Glas kann er den Ju nicht abfüllen. Balani, du, der Acker? Bring ihm neue Auffüllgläser. Dann kocht er dir in der Zwischenzeit den Ju. Wenn du zurückkommst, wird er bereits fertig sein. Diese Art von Glas ist nicht schwer zu finden. Für gewöhnlich treiben sie auf dem Nass herum. Okay. Dank dir erweist er der Welt einen Gefallen, den sie so schnell nicht vergessen wird. Strahl immer weiter. Ah, niemand steht auf Übermut. Übermut ist uncool. Die Nacht mag cool sein, aber du bist es nicht. Ich bin einfach zu cool. Wer andere davon überzeugen muss, dass man cool ist, ist es nicht. Kuddel freut sich über deinen Besuch. Ihr seht euch später. Okay. Weiß gar nicht, also... Ach, da. Ich möchte mal sehen, wie viel wir denn davon haben. Nein, halt. Zack. 18, dann müsste es wieder bald irgendeine Mission geben. Nein, Mission nicht. Irgendeine Fähigkeit geben, die wir da einsetzen können. Davon haben wir 0. Schade. Da brauchen wir hell das zum Beispiel.
Oh, das ist ja fetzig. Das hätte ich auch gern. Und es wird auch cool. Wir haben zwei. Wir brauchen aber 10. Ja. Zum Glück haben wir schon unseren Kleider. Warum nicht? Hatte ich mich das einmal schon ein bisschen doof angestellt, weil ich nicht weiß, wann der kommt. Hier ist Stein. Mag ich deswegen nicht? So viele Wesen sind tagsüber aktiv. Oh, waren wir da schon? Bin mir nicht sicher. Brauche nur noch 7. Dann läuft's. Oh, das sind auch viele Ressourcentürme. Gibt es auch. Auch da waren wir da schon mal. Nein. Echt? Bei 0 stirbt der? Das ist doof. Aber gut zu wissen. Aber ungünstig. Man hätte doch da auf die Lebensenergie gehen können. Ach, das ist ärgerlich. Das war ein sinnloser Tod. Nicht, dass es sinnvolle gibt, aber der war sowas von überflüssig. Da haben wir schon zu viel davon. Den noch weg. Wie viel haben wir? Okay. 3000. Nein, 4300. So. Emil gefunden. Lohnenswert. Oh, das war echt viel. Ich wünschte, ich würde mal so Holz finden. Weil das... Oh. War bis jetzt immer nie so viel. Okay, das ist das Dorf. Das machen wir auch mal später. Schöne Aussicht. Halt. Achso, wir haben einen Rucksack gefunden. Hey, nie ins Wasser schubsen. Nimm das. So. Oh, das ist gut. So, wieder zurück. Kann man das hingeben? Oh, oh, nein. Nicht ins Wasser fallen. Waren wir schon mal hier oben? Ich möchte da mal hinsehen. Um zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Oder gab. Weil ich nicht weiß. Oh, noch ein Türmchen. Die Kühle hier lässt einen frösteln. Hey, hey, hey. Hart erwischt. Ich denke, ich bin fast tot. Wow.
Hey! Achso, halt aber hier so. Zack, zack, zack. Wieso? Jetzt wieder voll. Aber so weit vom Kampfgeschehen weg, also ich kann aber nicht so nah hingehen, denn ja, Kälte. Weggestrahlt. So was steckt man nur schwer weg. Jetzt kaum nicht so weit. Bin ich nicht so weit weg. Ah, schön. Hat er was? Der hat nichts. Na gut. Weiter können wir nicht, denn das Kalt und Kälte mögen wir gerade überhaupt nicht. Deswegen gehen wir dort nicht nach rechts, sondern einfach nur nach hier und machen ein bisschen Reifen kaputt. Dann gehen wir weiter nach hier. Hm. Ah. So, dahin möchte ich. Nein, dahin möchte ich. Komm ich jetzt hier? Nein! Achso, geht's auch gut. Wer oder was bist du? Wout One Platzier. Mit dir kann man immer gut plaudern. Sagt, du warst ein stilles Kindling. Schön, dass du es nicht mehr bist. Sagt, der Yagni-Stamm sei für seinen Mangel an Disziplin bekannt. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Mit dir kann man immer gut plaudern. Sagt, du sollst locker bleiben. Keine Ahnung, was das ist und noch nie gesehen. Schade. Schade, dass es nur eins war. Holen wir uns das noch ab. Muss. Gegen was kämpfen wir? Ich sehe es nicht. Ach, wie kann man den übersehen? Boom, boom. Oh, wow. Das ist die Fähigkeit aller Zeiten. Ich würde den Rest geben. Sehr schön. Mehr gab's nicht. Vor ziemlich langer Zeit war das hier mal ein Zuhause. Hier waren wir schon mal, also. Das ist ein Sperrkasten aus der Vorbeizeit. Die sieht man nicht mehr häufig. Darin bleiben deine Schätze ein und alle anderen ausgesperrt.
Du musst die Kurbeln in der richtigen Reihenfolge entdrehen, wenn du die Sperrkiste aufsperren willst. Oh, check. Der ist gut. Nimm mit versehen noch mit ein bisschen anderen Kram und dann ist das check. Noch was? Das. Sehr gut. Ist noch ein bisschen Beute, deswegen würde ich gerne noch weitersehen, ob wir die restlichen Kram auch noch finden. Ah, schick. Auch gut. Aber die andere ist ein Tick besser. Also der andere gefällt mir besser. Mal so eine Fähigkeit bekommen, dass wir da irgendwie die ganzen Dinge, die wir suchen können, etwas besser sehen. Okay, da gibt es keinen oben. Okay, das ist nicht, das gehört nicht zusammen. Wo soll das denn sein? Wird das jetzt abgeschlossen oder fehlt da noch was? Ich weiß nicht. Fühlt sich gerade nicht so an. Wir haben aber ein bisschen was gefunden, aber das sollte es das. Ah, hier. Jetzt haben wir es. Auch schick. Sehr gut. Gehe ich hin. Hier vorne war jemand am Wasser. Den wollen wir noch kurz kennenlernen. Oder gucken wir den das nächste Mal uns an. Den da. Wo habe ich Wasser gesehen? Manchmal erzeugt das Gedächtnis eine Illusion, mit der man in der Zeit zurückgehen und den Moment erneut erleben kann. Oh, der ist ein bisschen gut. Alle wünschen sich, dass manche Dinge aus der Vergangenheit nie geschehen wären und bilden sich Erinnerungen ein, die nie geschehen sind. Sehr gut. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Wähle die Roboterfunktion, die du abrufen möchtest. Okay. Keine Ahnung. Ah, okay. Luftleiter, brauchen wir das? Du solltest eigentlich gar nicht wissen, wie man den Peng-Peng-Bumm des Roboters anschmeißt. Aber offensichtlich hast du es schon vor langer Zeit herausgefunden. Cool. So, ist hier noch was? Da hinten ist noch... Nee, guck mal später an.
Der westliche Weltenfresser hasst einfach alles. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Gut, wir kehren zurück und holen uns das Getränk. Und freuen uns dann. Riesig. Toll. Mina. Kuddel meint, da er jetzt ein Auffüllglas hat, trennt er sich gerne von einem Spritzer seines besonders belebenden Kuddel-Jus. Im Laufe der Jahre haben sich eine ganze Reihe an Kuriositäten angehäuft. Allerdings ziehen diese Dinge ihn nun so nach unten, seit er sich dem Himmel zugewandt hat. Er trennt sich gerne von ein paar Sachen. Er schleppt diesen Kram schon viel zu lange herum. Sagt, wenn es keine Zutat für den Jus ist, kümmert es ihn nicht mehr. Kuddel meint, du erhältst stets seinen Tag. Sagt, du sollst gut auf dich aufpassen. Sehr schön. Hey. Okay, den trinke ich jetzt nicht. Denk mal, der ist ganz, ganz gut. Aber den nehmen wir dann mal später auf. Das machen wir auch später. Also nochmal mit ihnen quatschen. Um da gegebenenfalls nächste Mission anzunehmen. Wir haben einen Punkt und wir nehmen grundsätzlich nämlich ganz gerne das hier. Jetzt begreifst du es. Genau. Folge der Ewigkeit, bis ich das finde, was ich suche. Wir haben hier sechs Stück. Auch nicht verkehrt, ich habe so ein Tierchen. Und es ist ein bisschen langsam. Auch nicht verkehrt, die nutzen wir auch sehr, sehr oft. Nicht dumm. Hätte vielleicht hier noch das machen können, aber gut. Machen wir dann beim nächsten Mal. So, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Wir hatten 25% für Kälte. Das ging dennoch ganz schnell runter. Na gut, wir arbeiten dran. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Gerne kommentieren, abonnieren, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bye!